So, moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTubeGamescom auf der PlayStation 3. Ja, ein paar Abonnenten haben sich ja etwas von mir gewünscht, was sie mir auf der PS3 geschrieben haben. Und da habe ich mir überlegt, soll ich das wirklich tun? Und ich habe gesagt, ja, ich mache es einfach mal. Ich mache mal den Spaß mit. Ich werde heute einen Amoklauf machen in GTA 5. Einen richtigen Amoklauf mit Waffen, mit richtigen coolen Knarren und... Nein! Nein! Ja, das solltet ihr nicht machen. Wenn ihr einen Amoklauf plant, dann solltet ihr keinen Polizisten einfach so anfahren. Das war ja natürlich wieder super von mir. Egal. Starten wir das Ding. Ich habe ja ganz viele Waffen dabei, weil... Ein Amokläufer hat ja immer das Ziel, so viele Leute zu töten, wie nur möglich. Umso mehr Schaden, umso besser. Ja, da haben wir schon mal einen hier. Der befindet sich natürlich in einer Aluminiumkiste. Wir nennen es Auto. Und ein Auto bietet natürlich keinen großen Schutz gegen jetzt so Kugeln, weil eine Gewehrkugel, selbst von kleinen Geschossen von 9 mm, gehen tatsächlich auch im echten Leben durch dieses Auto durch. Das bringt also nichts, im Auto zu hocken. Nee, nee, nee. Das ist ganz schön unsicher. Da brauchst du schon das Biest. Oder was anderes. Was, das Biest? Ich glaube, ich muss euch noch etwas erzählen. Der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika hat kein normales Auto. Das besitzt ja ganz viele Stahlplatten und ganz viele Panzerplatten. Titanplatten, Kevlarplatten und so weiter. Und natürlich mehrschichtiges Panzerglas. Ja, große Berühmtheiten sind halt eben in diesen gepanzerten Superkarren. Die wiegen teilweise 4-5 Tonnen und ja, bin ich ein bisschen abgewandert von dem eigentlichen Thema, das Thema Amoklauf. Es war ja so, dass ich gleich am Anfang den Polizisten angefahren habe. Das war natürlich mal wieder blöd von mir. Aus diesem Grund machen wir jetzt einen neuen Amoklauf. Diesmal wird es aber knapper werden und effektiver. Weil ich nehme jetzt mal was Härteres. Nee. Wie Tim Kretschmann. Nee, wie ist er denn? Tim Kretschmann? Ich bin mir nicht sicher. Billigknarre, Pistole, schwere Pistole. Die gibt es ja. Und zwar hat der Amokläufer in Winnenden diese Waffe benutzt. In diesem Spiel heißt sie schwere Waffe, aber es handelt sich dabei wirklich um eine Beretta wahrscheinlich. Die Beretta und die schwere Waffe haben eigentlich die gleiche Durchschlagskraft. Ein Schuss vom Bein, in ein Bein zum Beispiel, fliegst du tot um. Also es gibt wirklich Pistolen oder Waffen, die haben einen so hohen Durchschlagswert, dass selbst ein Schuss auf dem Knöchel unten, also auf dem Fuß, was ja eigentlich eine nicht tödliche Stelle ist, sofort zum Tod führt, weil die Energie so stark ist auf diesem Bein, dass es dir ja sozusagen die Innereien rausreißt, um es mal lieb auszudrücken. Naja, ich bin jetzt hier mal ein bisschen dabei. Ein echter Amokläufer hat natürlich jetzt nicht immer ein Snipergewehr dabei. Ist auch ein bisschen unwahrscheinlich. Und man muss natürlich auch berücksichtigen, wenn ich in GTA 5 einmal getroffen bin, dann bin ich ja noch nicht tot. Aber im echten Leben, da wäre ich jetzt schon lange tot. Und so leicht wie es hier ist, ist es natürlich in echt nicht. Amokläufer sind selbstverliebte Menschen, also ganz widerliche Typen. Ganz, ganz schlimm. Und wenn du irgendwie so Selbstmordgedanken hast... Hey, lass dir helfen. Lass dir bitte helfen, weil die Amokläufer, die sind ja Leute, die sind gemobbt worden und die möchten ihre Aggression irgendwo rauslassen. Ganz, ganz furchtbare Sache. Das muss ich auch nochmal sagen, sonst hätte ich dieses Video nicht gemacht, wenn ich nicht hier aufklären würde. Lasst euch helfen, wenn ihr irgendwie schon vorhabt, einen Amoklauf zu machen. Ihr sollt euch wirklich professionelle Hilfe suchen, weil das sind unschuldige Menschen. Man weiß ja nie, wer wirklich ein Amokläufer ist. Ich bin keiner, wer jetzt denkt, nur weil ich jetzt hier in GTA 5 Leute töte, das ist eigentlich nichts Schlimmes. Das machen ja Dena, Ungespielt, Tattel und wie die anderen
ja, ich sage jetzt mal, große YouTuber sind, ein bisschen größere YouTuber, die machen ja das Gleiche. Ihr habt euch das gewünscht, ich hoffe, es hat euch gefallen. Machen wir noch mal ein bisschen Action hier. Und dann sage ich auf jeden Fall bis zum nächsten Mal, euer YouTube Gamescom auf der PlayStation 3. Ciao!